Willkommen zu den Top-Flash-News aus Wels. Hier erhalten Sie die aktuellsten Kurzmeldungen aus der Stadt. Erfahren Sie, was in Wels los ist. Von wirtschaftlichen Entwicklungen über politische Ereignisse bis hin zu kulturellen Highlights. Bleiben Sie informiert mit exklusiven Interviews und Berichten aus den wichtigsten Bereichen des städtischen Lebens. Die Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Parteistellvertreterin, Vorsitzende Frau Holzleitner, hat eine super Idee geboren, die vielleicht auch schon von einem früheren SPÖ-Mitglied von Frankie Remiers geboren wurde, dass man analog wieder für ältere Generationen etwas tun soll. Wie sehen Sie die Situation? Es geht hier vor allem um die ältere Bevölkerung, die Teilhabe, die Teilnahme am Leben. Es ist zwar so, dass die Digitalisierung voranschreitet, auch gut so, aber es muss auch ein analoges Leben geben, genau für die älteren Menschen. Das heißt, es müssen Bankgeschäfte weiter analog möglich sein. Es müssen Anträge bei Ländern, bei Bund auch analog möglich sein. Jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass Sie, wenn Sie ein Bad sanieren wollen, eine Heizung sanieren wollen oder austauschen wollen oder den Handwerkerbonus beanspruchen wollen, das geht ausschließlich digital und nicht analog. Also da schließen wir wirklich gerade und vor allem die ältere Bevölkerung aus. Und da frage ich mich tatsächlich, liebe Bundesregierung, was soll das? Dass es künftig bei den Nationalratswahlen eine Islampartei in Österreich geben wird, stört Sie das? Ja, habe ich bereits gelesen und da sieht man natürlich auch, wie die Entwicklung vor sich geht, was gerade diesen politischen Islam betrifft. Und hier muss man wirklich aufpassen und ich bin auch gespannt, ob sie bei der Nationalratswahl dann auch wirklich diese erforderlichen Stimmen schaffen werden. Ihre Partei gilt auch sehr EU-kritisch. Worauf führen Sie den Stimmenzuwachs hier in Wels bei der letzten Wahl zurück? Ja, weil ich glaube, dass auch die Welser Bevölkerung erkannt hat, dass die EU manche Wege geht, ganz besonders was das Thema der Integration, was das Thema der Sicherheit betrifft, wo viele Bürger einfach nicht zufrieden sind. Und sie sagen, wir, die FPÖ, sind die einzige Partei, die sich hier wirklich kritisch mit dem Thema Migration, aber auch mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzt und auch offen Probleme anspricht. Grundsätzlich, jeder beneidet uns ums Innenstadtkriterium Wels. Das ist aber nur möglich, weil wir so eine starke Wirtschaft haben und natürlich mit Raiffeisen einen Hauptsponsor, mit der Stadt Wels, mit dem EBW-Gruppe in Wels, mit Stadim Sterner, mit der DGW, mit Felbermayr. Wir haben Top-Firmen in Oberösterreich und vor allen Dingen in Wels, die uns immer wieder bei unseren Veranstaltungen unterstützen. Wie lange machen Sie das jetzt? 25 Mal, ja. Ja, man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Sie ziehen sich dann zurück, aber mit dem Paul Resch schon noch mit dem Fahrrad in der Stadt und über Land sehen. Ja, vor allen Dingen für Sie, Herr Moser, werde ich dann nur mehr in der Fußgängerzone fahren. Ich freue mich schon drauf, wenn dann die Fußgängerzone nach 10 Uhr Vormittag wieder geöffnet ist für die Radfahrer. Ja, das muss einfach verlängert werden, unbedingt. Ein Lieblingsthema von uns im Sender ist das Radfahrproblem in Wels. Da ist zwar der Verkehrsstadtrat dafür zuständig. In den Fußgängerzonen ignoriert die Stadtwache, also die Ordnungswache, aber auch die Polizei das Radfahrverbot in den Zeiten am Tag komplett und die Leute fahren auch beispielsweise Slalom fahren, während der Shopping Week durch die Leute in der Schmidtgasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden nur dann in Frieden leben können, wenn sie getrennt voneinander ihren Verrichtungen nachgehen. Und dementsprechend bin ich sehr dafür, dass man möglichst beim Straßenbau und bei der Straßengestaltung darauf achtet. Dass sich viele Radfahrende auch nicht an die Verkehrsregeln halten, das stört mich selber am meisten. Ich bin ausschließlich ein Radfahrer, natürlich auch Fußgänger, aber kein Autofahrer. Und das ist natürlich eine Schande für unsere ganzen Fortbewegungsort. Wels hat seit 1. Juli einen neuen Kommandant der Polizei, der Uniformierten und der Kripo. Ein SPÖ-naher Vertreter aus dem Bezirk Vöcklerbruck. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit dem neuen Polizeikommandanten? Ja, ich sehe das bitte, Herr Moser, absolut unabhängig von Parteipolitik. Egal wer wohin gehört, es geht darum, dass man eine gute Leistung bringt, dass man für die Welserinnen und Welser genau das macht, was wichtig ist, dass man für Sicherheit und Ordnung sorgt. Hermann Krenn, er war bisher in Vöcklerbruck, ein ausgezeichneter Experte, ein Mann, der wirklich
Gutes getan hat und wir sind sehr, sehr froh, dass er nach Wels kommt und er kann hier nochmal zeigen, was er alles drauf hat.